Wir alle gehen später noch ins Vanity auf ein fettes Gin-Tasting. Was machst du hier? Du bist doch hier, jetzt also kann ich auf deinem Junggesellenabschied. Willst du mich verarschen? Mit TV Now Premium siehst du 5 Köln 50667 Folgen vor der TV-Ausstrahlung. Jetzt streamen. So, es wird gefeiert. Auf geht's. Es soll hier ein Eier abgenommen werden. Los! Ein letztes Mal. Oh, aber es ist das? Lass mich hier um die gehen. Also, nix, Schatz. Ciao, was? Oha. So, aufsetzen. Und das hier ist dein Outfit. Da war nichts. Da war was. Da war nichts. Was so? Das ist das das ist der Montag. Bitte schön. Unter den Kleidern. Was zur Hölle? Was? Hä? Das passt doch voll zu einer Märchenhochzeit. Ich sehe aus wie Cupcake. Das ist ein Einhorn. Also das ist ja hier oben wohl nichts zu übersehen. Aber warum? Weil du die Braut bist. Märchenhochzeit? Ja. Einhörner. Ja. Märchenhochzeit? Einhörner. Okay, und warum muss ich sowas und ihr nicht? Also das wäre ja ich für dich. Entschuldigung, hier ist auch ein Einhorn. Ja. Und du bist die Braut. Ihr seid so niedlich. Richtig cool, ehrlich. Ja, wir Danke lassen heute richtig aus. Wir haben alles auf jeden Fall schön geplant. Ja. Mhm. Du hast deinen wunderschönen, klischeehaften Bauch. Laden. Das Weil eine Hochzeit kostet ja, Geld. Klar, du musst und ja das Geld muss ja auch wieder rein. Money, money, money machen für den Money, Tag. Money, money. Ich sehe nur Penis, Penis, Penis. Falls die Scheidung teuer wird, dann Spaß. Okay. Was meinst du, der einbringt, der Penis? Oh mit Sicherheit 50 Cent. God. Ja. Ich kann kaum erwarten, mit euch loszugehen. Und die nächste Station? Mein Was? Falls du noch ein paar Aggressionen irgendwie vor der Hochzeit loswerden willst und noch ein bisschen mehr Inspiration brauchst, dachten wir. Upsi! Hm? Wie kommen denn die Bilder da dran? Weiß ich nicht. Okay, Leute, eigentlich, ihr wisst, ich befürworte das vollkommen, aber ehrlich gesagt glaube ich, Cora hat langsam gecheckt, dass sie da nicht mehr dazwischenfunken braucht. Und ehrlich gesagt, ich freue mich einfach, dass ihr für mich da seid, dass ihr das alles für mich macht. Und irgendwie, ich verstehe mich gerade mit Ben so gut. Und okay. Ich weiß nicht, ich kann einfach das erste Mal wieder so ein bisschen abschalten und einfach entspannt sein. Und ich glaube, ich möchte das einfach genießen, ohne Nein, dieser Hackfisch. Wir genießen. Ja. Oh, hab ich getroffen. Okay. Oh, daneben. Oh. Okay. Ja, daneben ist auch dabei. Egal, wir... Wir essen jetzt erstmal was, genau. Bisschen Kuchen, bisschen trinken, schnabulieren. Wir gehen dann gleich ins Kühn. Da erwartet richtiges Essen auf uns. Weil heute wird den ganzen Tag gesoffen und da brauchen wir richtig gutes Essen. Ah, jo, ich muss ja so raus, ne? Ich muss vorher, also ich komme nach, ich muss ein paar Anrufe noch mit Lieferanten führen. Bist du drauf? Ja. Ha! Und ich muss erst kurz in den Kiosk. Also ich wollte noch ein bisschen Schnaps und so holen, ein paar Süßigkeiten. Okay, Lieferant, Kiosk, wir gehen ins Kühn und ich komme nach, genau. Ja, aber erst mal Kuchen. Und dann geht's nach. Das ganze Brunchen hier, das hat übrigens Oscar eingefädelt. Wie? Ja, so habe ich auch irgendwie. Einfach so. Ja, Oscar. Geil. Woher bekommt's? Muss ja irgendwie runter, ne? Ja, ist noch nicht mal Mittag. Jawohl. Dankeschön, danke. Bist du Sissi? Nein. Du nicht? Arbeiten. Ja. Als ob das jemand merken würde jetzt. Nachher aber wahrscheinlich. Oh. Hallo. Hi. Sorry, dass wir zu spät sind. Hi. Aber ich kann das erklären. Hey. Was machst du hier? Hi. Das kann ich auch erklären. Guck mal, Papa, alle hatten vercheckt, den Junggesellenabschied zu organisieren. Ja, sehr schön. So, und ja, überhaupt nicht schön. So, und dann haben Olli und ich gestern ein bisschen überlegt und haben festgestellt, dass die Mädels dabei feiern und sind alle Sicherungen durchgebrannt. Also musste ich mir was einfallen lassen. Ja, und du weißt ja, ich bin Schüler, Olli ist chronisch pleite. Also habe ich einfach Mutti gefragt, ob sie uns helfen kann. Und Mutti hat's organisiert, Mutti hat alles rausgerissen. Ja, that's it. Jetzt sind wir hier. Ich hoffe, dein Brunch schmeckt. Ja, sehr lecker. Und du bist nicht allzu sauer, hoffe ich. Nein, ich bin nicht sauer. Ganz im Gegenteil, ist wirklich schön. Patrick lässt sich übrigens entschuldigen. Patrick hat seinen Junggesellenabschied auch vercheckt. Der kommt später nach. Der ist noch in seiner WG. Der muss noch irgendwas organisieren. Und Mutter hat Folgendes geplant. Wir alle gehen später noch ins Vanity auf ein fettes Gin-Tasting. Ich hoffe, du freust dich. Das machst du doch, oder? Gin-Tasting! Ja. Hä? Was sagst du? Ja, klar. Hey, nochmals, danke. Freust du dich wirklich, Papa? Ich freue mich richtig, ja. Geil. So, und bis dahin, weiß ich nicht, wollen wir zusammen einfach essen und Mutter ist einfach noch dabei und trinkt noch ein, zwei mit? Ich meine, sie hat das alles organisiert. Wäre jetzt dreist zu sagen, nein, ne?
Bleibt mir nichts anderes übrig, dann würde ich sagen. Ne? Das ja, nee, klar. Nichts dagegen. Ich nehme mir Platz. Mama, bitte. Nee, ist okay. Ist okay. Saufen! Yeah! Mann, das wird besser. Ich mach's doch gerne sauber. Ja, natürlich. Mein Job ist das. Hallöchen! Hi! Hi! Hi, hi! Schatz, schön, dass du hier bist. Lecker schaust du hier aus. Ja, wolltest du mal abbeißen? Ja. Süß. Schön, dich zu sehen. Oh, Lea. Sorry, eigentlich sollten wir uns gar nicht begegnen. Aber wir ziehen auch direkt weiter in 2.D und feiern dort weiter. Dann hast du mit deinen vielen Freundinnen das Kühn. ins Vanity. Mein ja. Vanity. Warum weiß ich davon nichts? Dass ihr da weiterfeiert habt? Das mit Jan gesprochen. Also war auch ganz spontan. Spontan. Ja. Okay. Schatzi, machst du schon mal Getränke ordern ja, für uns? Schatz. Und ich wechsle mal ganz kurz ein paar Worte. Schatz. Junggesellenabschied. Was machst du mir? Du bist doch hier, jetzt also kann ich doch auf jetzt deinem Junggesellenabschied. Willst du mich verarschen? Ist das dein Ernst? Hör ja, zu, die Jungs haben vergessen, den Junggesellenabschied zu planen, okay? Zu organisieren. Ach, und deswegen hat sie das gemacht. Ist kein Junge. So. Ja, deswegen hat sie auch sie gemacht. Und als sie vorhin mit Oskar ja aufgetaucht ist, konnte ich sie ja schlicht wegschicken. Sie bleibt nur für ein paar Drinks. Mhm. Oskar, komisch, dass ich ihn erstmal hier nicht sehe. Und zweitens, wenn sie noch ein paar Drinks bleibt, warum geht sie dann nur mit ins Vanity? Hm? Oskar ist schon mal mit Olli los, okay? Ah, die müssen jetzt erstmal in die Fabrik, weil Olli sein Telefon vergessen hat. Und danach gehen sie ins Vanity und gucken, ob das mit dem Gin-Tasting da alles schon steht und organisiert ist. Und sie hat es eben auch organisiert, von daher, sie geht da ganz kurz mit, trinkt ein und das war's dann. Bitte mach jetzt keinen Stress, okay? Ich mach das für Oskar. Ich meine, die zwei verstehen sich so gut und das möchte ich jetzt nicht versagen. Also bitte, okay? Sei nicht sauer und wir sehen uns später. Ja. Hm? Wollen wir los? Let's go. Wir sehen uns später, ne? Jo! Ciao! Tschüss! Noch eine vierte Flasche, bitte? Oh ja, das ist super. Nee, erstmal nicht. Ich brauche keine Pause. Was? Das ist kein Wunschkonzert. Ja, warte, sie will bestimmt nur eine Pause machen, weil immerhin musst du hier noch alles verkaufen. Da muss ja auch ein bisschen fit für eine Biene sein. Ja, das war jetzt die ganze Zeit auch echt witzig und so, aber langsam finde ich es irgendwie ein bisschen albern. Sollen wir nicht einfach, pass auf, lass mal das sein und dann gehen wir einfach ins Vanity. Und feiern da weiter. Ey, da gibt's Free Drinks. Da können wir umsonst trinken und laut Musiker machen. Mhm. Und Cora ist auch da. Oh, Lea, das ist nicht dein Ernst gerade. Ist doch egal. Es ist mein Junggesellenabschied. Ich will den einfach feiern und ich finde die Location ist geil. Also, was sagt ihr? Scheiß doch einfach mal bitte auf Cora. Wirklich, die ist doch nur eifersüchtig, weil du mit Ben so glücklich bist. Ja. Das ist einfach eine Verbindung der Alte. Ja. Ja. Ja, okay. Ihr habt recht, okay? Ihr habt recht. Die Frau macht mich wahnsinnig und ja, ich will dahin, weil ich einfach gucken möchte, ob sie wirklich nur für einen Drink geblieben ist, so wie Ben es gesagt hat, oder ob sie sich schon wieder an den Rand schmeißt. Ich habe sonst keine Ruhe und ich will meinen Junggesellenabschied genießen. Ja, aber so versaust du dir so genießen. Nein, ich bin mir sicher, das wird ziemlich witzig und ich bin mir auch sicher, dass sie nicht mehr da ist. Und selbst wenn, ist doch egal. Das ist mein Junggesellenabschied und das ist einfach fein, okay? Aha. Also, okay, warte. Sie will sich ja unbedingt verderben, dann hier. Ja. Was? Das ist auf dem Weg verkauft. Ja, okay. Eline ist extra losgegangen. Die hat Geld ausgegeben und das musst du jetzt wieder reinholen. Ja, okay. Einfach. Deal, warte, ich packe mal auf. So. Und bevor das Teil nicht halb leer ist, betreten wir das Vanity nicht. Deal. Was? Meinst du, das ist wirklich eine gute Idee? Ja. Nein. Die Beste auf gar keinen Fall. Wir sind genau richtig hier. Vertrauen mir. Hey! Freddy! Guten Tag, wollen Sie was aus meinem Bauchladen kaufen? Oh, originell, ich dachte, du willst hier deinen Junggesellenabschied irgendwo feiern gehen. Ja, ich feiere den auch, aber hier. Und ich würde sagen, die Party geht jetzt los. Ich hätte bitte gerne einmal fünf Cocktails. Sorry, ich habe schon ein bisschen einen drin. Aber für uns beide, da wir beide ja schon am Start sind. Maike, Leo und Bo sind noch auf Toilette, machen sich frisch, aber ich würde sagen, die Party kann gerne starten. Hi, Baby, dein Einhorn ist in der Haus. Schatz, was machst du hier? Meine Location ist abgesprungen, deswegen feiere ich jetzt hier meinen Junggesellenabschied. Ah, okay. Ja. Lass mal gucken, was da drin ist. Ja, bitte, das muss weg hier. Was haben wir denn hier? Hi. Ja. Hi. Was macht ihr denn hier? Wie gesagt, meine Location ist abgesprungen und ich feiere jetzt hier meinen Junggesellenabschied. Aber ich habe das Vanity heute Nachmittag exklusiv bei Chuck gebucht. Das ist mir leid. Junggesellenabschied. Oh, ja, meine aber auch. Und soweit ich mich erinnern kann, ist Jan mein Chef. Ich bin hier Betriebsleitung, das heißt, ich kann hier ein- und ausgehen, wie ich möchte. Und ich finde, der Laden ist groß genug für zwei Junggesellenabschiede.
Gefilde, oder? So. Oder Schatz, ist doch schön, dass ich hier bin. Ja, natürlich, Schatz. Und wir zusammen feiern können? Und jetzt sehe ich auch, was du treibst. Also von daher ist das alles cool. Aha, was treibe ich denn? Ja, das weiß ich nicht. Cocktail? Ja. Hummel, ey. Der ist so eng, ich habe gar keine Brüste mehr. Vielleicht bist du danach ja auch etwas besser gelaunt, Fräulein. Hm? Hast du überhaupt Spaß hier? Das ist dein Junggesellenabschied. Ja. Ach, sorry, Mädel, zu meiner scheißen Aura. Das hat mit euch überhaupt nichts zu tun. Ihr seid mega süß, ihr habt euch so ins Zeug gelegt. Oh, endlich kann ich wieder atmen. Es ist einfach nur Cora, es fuckt mich ab, dass sie hier ist. Ich kann nicht richtig entspannen und... Aber wisst ihr was? Ich lasse mich davon nicht mehr runterziehen. Ihr habt euch so viel Mühe gegeben und es wäre einfach nicht fair von mir, wenn ich euch die ganze Zeit so eine Fresse hier bis zum Boden biete. Deswegen würde ich sagen, ihr geht schon mal vor, ich komme gleich nach. Wollen wir noch Spaß hast. Ja, und dann feiern wir richtig ab, okay, versprochen. Freitag heute. Ja. Also, ich bestelle schon mal Shots, weil das kann ich besser als tanzen aktuell. Okay, alles klar. Wahnsinn. Hey, da sind sie ja. Sorry, das war doch so viel los. Sorry. Alles gut, ihr seid ja da. Ist okay? Vince? Ja, klar. Wir sagten, es ist in Ordnung, ja? Das ist okay. Okay. Nice. Ja, cool. Dann sind wir noch mehrere Leute. Tut mir leid. Sorry dafür, ey. Das ist halt ein bisschen Palaver gerade in der WG wegen Kiki und Stella und überhaupt in letzter Zeit. Ich erzähl jetzt mal drüber. Ja, long story short. Ich weiß eigentlich meine Aufgabe nicht. Hauptsache, ihr seid jetzt hier und wir können was trinken, oder? Ja, ja. Bier. Und trinken. Ja, Bier, ja. Ich kümmere mich. Aber also, wir bleiben aber nicht nur bei Bier hoffentlich, oder? Was machst du hier? Frage ich mich viel eher. Hast du Spaß? Ja, auf dem Junggesellenabschied von meinem Verlobten? Ich dachte, du wolltest nur auf dem Drink bleiben. Was machst du noch hier? Ach, bin nämlich haben die Zeit vergessen. Ach, schon so. Immer so, wenn wir uns verquatschen. Ach so, okay, wenn sonst nichts ist. Sag mal, bist du vielleicht doch ein bisschen doch irgendwie angepisst, dass ich zu spät gekommen bin? Ich meine, du guckst irgendwie so, um Gottes Willen, nein, bist du verrückt? Du bist irgendwie unentspannt. Ja, bin ich. Warum? Ich bin einfach überfordert mit dieser ganzen Situation. Cora hätte diesen Junggesellenabschied überhaupt nicht organisieren dürfen. Ja, aber Lea ist jetzt sauer. Also ich liebe Lea, aber dieses offensichtliche, die runde Zicke die ganze Zeit, mit Cora und ihr, und dann diese überhastete Hochzeit, das muss alles jetzt passieren, so schnell, das stresst mich. Der ganze Hochzeitsplanung, alles, das ist echt... Mein Fass ist auch voll, vielleicht ist es jetzt auch nur der Moment, keine Ahnung. Aber ich würde mich am liebsten jetzt verkriechen. Heute wieder. Lea und Cora zicken rum. Stressen schon wieder rum. Und jetzt halt auf einmal ist Lea hier. Wie ist hier? Ja. Und ich kann dir auch sagen, warum sie hier ist. Weil sie eifersüchtig ist. Und ich weiß nicht, warum. Sie hat keinen Grund, eifersüchtig ja, zu sein. Ja, gut, aber da kann ich schon irgendwo verstehen. Ich meine, schau mal, du und Cora. Ihr habt immer noch ein gutes Verhältnis miteinander, weißt du? Und das ist halt Lea ein Dorn im Auge. Ich meine, das ist irgendwo verständlich. Und die werden sich doch öfters über den Weg laufen jetzt bei der Hochzeitsvorbereitung. Der wird doch öfters Zicken kriegen. Ja. Damit musst du dich abfinden. Aber ey, ich glaube einfach, du kriegst kalte Füße. Und deshalb bist du halt empfindlicher für so. Kann man das mal so sehen. Nachdem das mit der Hochzeit alles war, alles vorbei ist, wird alles wieder entspannt. Wird alles wieder cool. Ja? Patrick, ich hoffe, dass du recht hast. Weil länger halte ich das nicht aus. Aber warte mal. Bist du immer noch hier? Mhm. Du auch? Jetzt werde ich lieber ganz schnell zu Ben laufen und schauen, ob sich nicht irgendeine andere Frau an ihn ranmacht. Da steht er doch besonders drauf. Aha. Eifersüchtiges Rumgezicke. Mhm. Die einzige Frau, die ich hier sehe, die sich an Ben ranmacht, bist du. Und du hörst mir jetzt mal ganz genau zu, okay? Ich habe nämlich langsam die Schnauze voll. Wenn du denkst, dass ich das nicht sehe und dass ich nicht mitbekomme und nicht weiß, was du vorhast, hast du dich richtig gewaltig geschnitten, okay? Mit deinem Rangezecke an Ben bezweckst du gar nichts. Das kannst du direkt mal sein lassen. Ben und ich sind in ein paar Tagen glücklich verheiratet und dann kannst du hier gar nichts mehr reißen. Dann kannst du dich zurück in deine tolle USA verpissen, da wo du hergekommen bist, weil dich braucht hier keiner, okay? Wenn dich dann überhaupt noch heiraten will. Ich habe eher das Gefühl, dass er total genervt ist von deinem Rumgezicke. Okay. Du bist total eifersüchtig, du kontrollierst ihn ohne Ende, bist launisch. Mhm.
Ben wird mich heiraten. Ich liebe ihn und er liebt mich mindestens genauso wie ich ihn, okay? Und ich habe so langsam das Gefühl, dass du keine Ahnung hast, mit wem du dich eigentlich anlegst. Und wenn du nicht aufhörst, deine kleinen Drecksfinger von Ben zu nehmen, dann lernst du mich richtig kennen. Und das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen, mein Lieber. Okay? Okay. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Noch seid ihr nicht verheiratet. Und es kann auch so viel passieren bis zur Hochzeit. Ich gehe jetzt mal zu Ben. Schönen Abend hier noch. Genieß ihn. Dachte ich, Lea hat es dir schon gesagt. Sie hat mich gestern gefeuert. Sie hat was? Ich möchte dir sagen, dass ich auch wirklich aufrichtig für dich fühle. Warum sagst du nichts? Ich weiß, ich hab... Ja, ich... Hey. Ich will gar nicht weiter stören oder so. Ihr habt ja offensichtlich noch irgendwas zu klären.